In Maple können Sie ganz wunderbar diese ganze modulare Arithmetik auch benutzen. Das geht folgendermaßen: Sie können normale Arithmetik ja benutzen, kennen Sie ja. Zum Beispiel kann ich sowas wie 8 plus 10 ausrechnen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel in dem 7er Ring rechnen, dann müssen Sie einfach um Ihre Rechnung rum dieses Mod p machen. Das heißt, Sie schreiben hier das 8 plus 10 hier in Klammern und dahinter sagen Sie modulo welcher Zahl Sie rechnen wollen, zum Beispiel modulo 7. Und wir können ja mal vorher ausrechnen, was rauskommen muss. 8 plus 10 ist 18. Und wenn ich Modulo 7 rechne, dann ist das 14 plus 4, also müsste hier jetzt hoffentlich 4 rauskommen. Und da kommt auch 4 raus. Und gleich mal gucken, wie das mit negativen Zahlen geht. Vielleicht entsinnen Sie sich von letzter Woche noch, dass ich Ihnen gesagt habe, bei negativen Zahlen gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Zum Beispiel Java macht es anders als Python und so weiter. Wenn Sie dieses Mod p benutzen, dann nehme ich mal 8 minus 10 und Sie rechnen Modulo 7, dann wird Ihnen Maple sagen 5. Das heißt, Maple rechnet so, wie das die Mathematiker typischerweise machen oder wie das zum Beispiel auch Python macht. Die Reste sind immer positiv. Wenn Sie das aber nicht wollen, wenn Sie zum Beispiel rechnen wollen wie Java, können Sie das auch machen, dann müssen Sie Mod s nehmen. Dann bekommen Sie einen negativen Rest raus. Die sind natürlich beide gleichwertig, hatten wir uns ja überlegt, aber je nachdem, was Sie gerade wollen, kann eins oder das andere für Sie interessant sein. So, und jetzt können wir solche Dinge machen, wie das, was wir eben gerade gemacht haben. Wir nehmen uns mal eine Primzahl. Ich teste vielleicht vorher nochmal, ist 101 wirklich eine Primzahl? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt modulo 101 rechne, dann müsste ich dividieren können. Also müsste ich Folgendes machen können. Ich müsste sowas ausrechnen können wie ein Dreizehntel modulo 101. Und das geht tatsächlich. Da kommt wirklich was raus und er sagt uns, was rauskommt. Und jetzt können wir das Ganze nochmal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Was heißt denn das jetzt, dass 70 ein Dreizehntel ist? Das bedeutet, 70 mal 13 muss 1 sein in dem Ding hier. Also wir rechnen mal aus, 70 mal 13 ist 910. Und was ist 70 mal 13 modulo 101? Das ist jetzt die Schreibweise, wie man sie typischerweise in Programmiersprachen hat. Das ist 1. Und das sollte ja auch rauskommen. Oder Sie hätten testweise auch so rechnen können, was ist 70 mal 13, wenn ich im 101er-System rechne, muss natürlich auch 1 rauskommen. So, und dieses ganze Mod P, diese Mod P-Fähigkeiten, die gehen natürlich nicht nur, wenn Sie so simple Dinge wie 8 mal 10 da hinschreiben, sondern da können Sie irgendwas, was Maple ausrechnen kann, hinschreiben. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt mit solchen Polynomen rechnen, wie wir das mal kurz gemacht haben, Sie schreiben sich hier so eine Funktion hin. Sagen wir mal, x wird abgebildet auf x Quadrat plus 2x plus 42. Und dann können Sie jetzt sowas ausrechnen wie, sagen wir mal, wir rechnen mal die ersten 10 Werte aus. Also wir rechnen aus fx für x von 1 bis 10. Das hat jetzt mit modularer Arithmetik noch nichts zu tun. Da setzt Maple einfach nacheinander die Werte 1, 2, 3 und so weiter bis 10 in diese Funktion f ein. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich möchte das Ganze in Mod p machen, ist das auch kein Problem. Sie können zum Beispiel das so schreiben, dass Sie sagen, ich möchte hier jeweils den Mod p-Wert ausgerechnet haben. Zum Beispiel Modulo 7. Aber Sie können auch das Mod p außenrum machen. Das heißt, Sie können kompliziertere Rechnungen haben und dann um die ganze Rechnung rum Mod p schreiben. Also das, was hier eben stand, diese Sequence hier für x gleich 1 bis 10. Die ganze Sequence packe ich ein in Mod P und sage, das Ganze bitte Mod 7 rechnen. Habe ich da irgendwas vergessen? Ach so, das ist natürlich von der Syntax her nicht okay. Ich muss das Ganze so einpacken, dass er das erkennt als ein Objekt. Also mache ich da nochmal Klammern rum. Und dann bekomme ich das gleiche wie eben. Also hier, der Unterschied ist einfach, dass ich hier jeden einzelnen Schritt Mod 7 gerechnet habe und hier habe ich das ganze Ding erst ausgerechnet, da kommt dann eine ganze Sequenz raus und habe gesagt, ich wollte aber die ganze Zeit Mod 7 rechnen und habe es dann nachträglich machen lassen. Das ist auch genau der Unterschied zwischen den beiden Arten zu rechnen, die wir Anfang der Stunde uns überlegt haben. Man kann die ganze Zeit in dem Restklassenring rechnen oder man kann erstmal normal rechnen und ganz zum Schluss in den Restklassenring umrechnen. Kommt jeweils das Gleiche raus.